Willkommen zurück zu Darksiders Warmastered. Wahrscheinlich die letzte Folge, es könnte sein. Ich weiß nicht, was danach noch alles passiert. Aber ich glaube jetzt mal nicht viel. Mal schauen, wie lang die Folge wird. Ich rechne so mit 20 Minuten. Obwohl, na, ein bisschen mehr von der Story und so. Und dann kommen noch die Credits, da werde ich ja mal sagen, wie das Spiel so, wie ich das so fand. Und natürlich kann ich dazu nicht mehr viel sagen, weil ich's ja schon kenne. Ach Mann, immer die falsche Taste, ey. So, ja, drei Teile brauchen wir noch tatsächlich. Okay. Ist auch gar nicht so schlimm. Passt ganz gut, dass wir nicht so viel mehr brauchen. Und ich weiß, dass es hier noch ein Secret gibt. Aber das will ich, glaube ich, jetzt gerade gar nicht sammeln, die ganzen Secrets, weil, wie gesagt, 100% Run wird das jetzt hier nicht. Dafür spiele ich ja, wie gesagt, auf apokalyptisch. Aber hier gibt es kein Secret. Okay, dann ist es bei ein paar anderen Schlangenlöchern. Ach so, wir sind da eingestürzten Treppe. Ah, lol, okay. Ah ja, jetzt. Ah, guck mal, hier sind wir halt nur um eins. Wow, okay. Waren wir den mittlerweile schon mit einem Schlag weg? Ne, mit zwei, okay. Aber hier sind wir die normalen Zombies. Es gibt ja auch keine gepanzerten Zombies oder so. Sowas gab es, glaube ich, bisher noch kein einziges Spiel. Gepanzerte Zombies. Also doch, gab es schon, klar. Jetzt hier zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Black Ops oder so. Also hier die ganzen Zombie-COD-Dinger. Oder auch bei Dying Light, da gibt es das ja, glaube ich, auch. Aber jetzt in so ein Hack and Slay oder. Ja, weiß nicht. Es gibt aber so diese 0815 Zombies, die hinterher rennen, hinterher klettern, rumgrunzen wie die letzten Schweine und. Oh, war das knapp, ey, du Sau. Ja, ich weiß, eine Waffe benutze ich überhaupt nicht, und zwar die Pistole, aber die finde ich auch sehr, sehr, ja, nicht sinnlos, aber irgendwie, ja, weiß nicht. Ist nicht so meins. Oh, da werden wir jetzt das. So, du bist schon mal weg. Okay, ich warte mal kurz. Da, Er hat mich jetzt angegriffen. Ach, da ist ja noch einer. Ach, komm. Jawohl. So, den anderen mache ich einfach so mit meinem Schwert. Oh, geh doch da weg, Mann. Oh, tschüss. Achso, oh, da kann er fliegen, habe ich ganz vergessen. Warte mal. So. Jetzt ist er wirklich tot. Bitte sag mir, ich spawn da oben irgendwo. Moment, ich bin hier oben. Wird ihnen der Gerechtigkeit zu. Hier sind auch die normalen Engel, also die normalen Gegner quasi. Es gibt auch noch diese anderen Engel. Die hätte ich hier eher erwartet. Nein, ich wollte ihn greifen. Mann, die Engel kann man so schwer greifen, ey. Ich würde mich nicht wundern, wenn es da auch noch eine Trophäe für gab. Dass man irgendwie 50 Engel oder so hinten finishen muss. Ich weiß es ja alles schon gar nicht mehr. Echt? Okay. Also ich weiß, dass es allgemein 50 Gegner finishen gab. Aber mit Engel? Leute, der hat den eigenen Kameraden getötet. Oh, du bist jetzt in der Klemme, meine. Du sitzt jetzt richtig tief fest, ey.
Mal gucken, ob ich den damit töten kann. Okay, langsam wird's öde, aber was soll ich machen? Ich kann das jetzt hier quasi nutzen. Jetzt einfach überfliegen. Der ist ja immer noch nicht tot, wie schwach ist diese Kreuzklinge, bitte? Der folgt mir ja nicht mal. So. Das Blöde ist jetzt nur der Weg wieder zurück. Der folgt mir jetzt tatsächlich, alles klar. So. Ja, die ganzen Teile holen, das ist nicht wirklich spannend. Okay, was auch immer das war. Es war ein cooler Tanz von Krieg. Nice. Das war der Clipping Dance. Kennt man nur aus Spielen. Hey, Wulgrim? Hallo? Hast du geschlossen oder was? Ist heute Sonntag? Ja, heute ist sogar wirklich Sonntag. Hallo, kannst du jetzt mal aufmachen? Oh, habe ich den Weg versperrt, sorry. Ups. Gut, was schwimmt da? Ah, da gibt es auch noch so viel Zeug zu holen. Und hier gab es jetzt aber wirklich ein Secret. Das irgendwo war eins, was ein bisschen asozial war. Also was man auf den ersten Blick nicht so sieht, wo man sich umgucken muss. Ja, es war ja auch nicht. Hä? Na, vielleicht finden wir es ja noch. So, wir müssen also dann nach oben, ja. Erstmal hole ich mir, einfach weil ich es kann, noch einen Lebensstein. So, wir müssen da oben hin. Können wir das nicht so machen? Ach, er kann sich nicht drehen dabei, okay. Das ist natürlich schade. Ich weiß jetzt zum Glück, wo wir hin müssen. So, vorletztes Teil. Sieh doch das Ding da an, was macht der denn, ey? Oh Mann. Oh, Krieg. Oh nee, nicht die Viecher. Oh no. Ja gut, ich lasse mal in Ruhe. Hab jetzt keinen Bock auf. Oh Mann. Krass, wie viel dieses Chaos-Ding schon Schaden macht. Oh, wer ist er denn da vorne? Ich kenne den in Blau, aber in Rot kenne ich den. Ach doch, das ist dieser. Ja, der Sturm-Typi, ja gut. Und tschüss. Ah, ich kann ja auch reiten. Mensch, habe ich ganz vergessen. Schnell zu Wulgrim reiten. Oh, fuck. Wulgrim? Läuft wieder einfach zurück, läuft, weil hier quasi nicht sein Gebiet ist. Finde ich lustig.
Schlangenloch. Das letzte Teil. Das sind 10 Minuten. Hier muss doch aber ein Secret gewesen sein, Mann. Ich kann doch nicht... Na gut, es gibt auch noch Schlangenlöcher, die haben wir nicht gemacht. Weil wir da einfach nicht hin müssen. Hey, gab es auch nichts. Ja, gut. Dann nicht. Das Ding, das war irgendwo da oben. Da müssen wir irgendwie rauf. Ah ja, okay, ich verstehe. Ne, ich verstehe nicht. Ah, ich verstehe. Okay. War da oben gerade ein Artefakt? Ich glaube, da war gerade ein Artefakt. Oh, fuck. So, tschüss. Schnell weg. Ich habe hier gerade irgendwas Grünes gesehen, bin ich der Meinung. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Ach ja, jetzt müssen wir noch zu Ultan, stimmt ja. Der schmiedet die dann und... Na gut. Nein, Hilfe. Ulgrim. Oh, die kommen ja alle hinterher. Wo war denn das nochmal? Ambusfort. Ambusfort, genau, da war das. Dass mir das nicht angezeigt wurde, fand ich schon ein bisschen komisch. So, also kein Missionsanzeiger. Wir haben noch ein Kontrast. Hier war aber das Secret. Ja, da hinten ist es. Okay. Das hole ich mir trotzdem einfach mal. Schon wieder Zornkern. Das fällt einem so auf den ersten Blick nämlich von der Karte ja gar nicht auf, dass da hinten noch so ein Stück Treppe ist. So, jetzt lassen wir uns das Schwert schmieden und ich glaube, dann geht's schon zum Endboss. Zum Zerstörer, also zu Abaddon quasi. Aber wer hat ihm eigentlich geholfen? Das muss ja irgendeine Macht gewesen sein. Aber ich glaube, das erfährt man im zweiten Teil. Ich bin mir aber nicht sicher, weil der zweite ist nicht ein Sequel, sondern halt ein Prequel. Und nee, Quatsch, das spielt genau in derselben Zeitschleife wie Darksiders 1. Es ist weder noch. Und ich glaube, das ist bei Darksiders 3 genauso der Fall. Schön, dich wiederzusehen, Reiter. Ja, finde ich auch. Warum wird der Missionsanzeiger... Hä? Größte Arbeit. Bis jetzt. Der war eigentlich mit daran beteiligt.
Oh, jetzt haben wir das geil, die geile Armageddon-Klinge hinten auf dem Rücken. Jetzt müssen wir natürlich zum Ascheland zurückkehren und da helfen. So, die Armageddon-Klinge wurde von Ultan neu geschmiedet und ist die einzige Waffe, von der bekannt ist, dass sie den Zerstörer erledigen kann. Und ich glaube, ja, das meinte ich. Jetzt ist nämlich der normale Chaosfresser ersetzt worden durch die Armageddon-Klinge und die ist sowieso voll gelevelt. Deswegen levelt man sein Schwert auch komplett voll, egal wie oft man es benutzt. Also selbst wenn ich das auf Stufe 1 noch hätte, was eigentlich, ja gut, es ist. Aber ich glaube, dass das macht keiner. Jeder benutzt das Schwert. Mindestens bis Stufe 2. Und dann ist es ja eh voll. Oh, da musste er gerade laden. Okay, krass. Ist sehr selten, dass er während des Laufens laden muss. So, Wulgrim. Bereit für den letzten Kampf? Ach so, scheiße, ich wollte nicht mit dir reden. Warte mal, Leviathans Strömung oder das Ascheland jetzt? Ich soll angeblich zum Ascheland. Moment. Hä? Strömung des Leviathans. Na, mal gucken. Vielleicht bin ich ja richtig. Kann ich mir mal die Karte hier anschauen? Okay. Wahrscheinlich muss ich mich gleich eh nochmal teleportieren. So, wo jetzt genau lang? Da lang, okay. Kriegen Sie zu Azrael im Ascheland zurück. Leviathans Strömung? Warte mal, ich muss doch zum Leviathan, ich Idiot. Natürlich muss ich dahin. Das ist ja quasi vor dem Endboss. Da muss ich ja. Oh, ist hier ein Secret? Ach nee, doch nicht. Ja, die Klinge sieht auf jeden Fall zwar cooler aus als Chaosfresser, aber dass man die gleich ersetzt, finde ich ein bisschen doof. So, hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, okay, gut. Da ist auch gleich der Himmelspalast oder sowas in der Art. So, ist hier noch eine Kiste gewesen? Nö. Bist du bereit? Wir wollen Abaddon doch nicht warten lassen. Sieht aus wie so ein Spiegelei. Hier ist das Eigelb. Pfui! Ah, wieder der Clipping Dance. Bam. Oh, schade. Och, Mann. Moment, ich musste zu Azrael zurück, ich Vollhonk. Wo gehe ich denn jetzt gerade hin? Ich musste doch mit dem reden. Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin einfach ins Portal rein. War ein bisschen dumm. Das könnte auch richtig gewesen sein, aber ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt komme ich mir wieder zurück zu Eden. Ich meine, da gibt es ja auch noch einen. Ja, tatsächlich. Wow, ey, ich bin so ein Honk, ey.
Obwohl, da gab es eine Lebenskiste. Ach, jetzt ist scheißegal. Jetzt komm jetzt hier. Nochmal zurück. Mann. Ich bin es gewohnt, dass automatisch irgendwas beginnt, wenn ich schon alles habe. Und nein, ich muss erst mit dem reden. Muss man doch sonst nie. So, jetzt aber. Hi, Azrael, hier bin ich. Honk, ey. Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorhergesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Mit jemand anderem verwechselt. Sie hat ihn geliebt. Und ich glaube, dass er auch sie geliebt hat. Vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich. Die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum, ob du lebst oder stirbst. Schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Siegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates und einem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf. Jo, hi Abaddon. Oh, wie so ein Kätzchen. Wie süß. Oh, ich habe ja kein Leben mehr. Haha, Moment. So, musst du mich mal hier wieder auffrischen. Ah, ich glaube, ich muss ihn anschießen, wa? Kann das sein? Ah, nee, ich hab ja hier. Pferdchen Hot, Mensch. Ja, die Armageddon King, der ganze Bildschirm wackelt, ich sehe schon nichts mehr. Bam, bam, bam. Boah. Fressbrett. So, und jetzt nochmal schön Bild wackeln hier. Okay, ich sehe ihn nicht. Ah, jetzt kann ich erst, okay. Ich würde ja gerne mit meiner Chaosgestalt platt machen, aber ich glaube, nur die Armageddon-Klinge kann das halt.
Oh. Oh, das zieht sich. Och, Mann. Komm her. Okay, jetzt mach ich's doch mit meiner Chaosgestalt. Nee, geht nicht. Okay, kann ich die auch abbrechen? Ah, das geht. Wow, toll, hätte ich ja... Oh, 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 schnell, schnell, schnell. Boah. Ja, bleib stehen. Ist okay, Ruin. Mach ruhig. So. Noch einmal? Oh, das hat auch nicht geklappt. Okay, irgendwas mache ich entweder falsch oder es muss so sein. Abaddon. Cooles Schwert. Oh nein, nein, dann geht er weg da. Okay, das war jetzt blöd. Du hättest an meiner Seite herrschen können. Vielleicht wollte ich das ja gar nicht. Au, what the fuck? Diese Reichweite. So, das muss jetzt aber sein. Komm, das macht dir doch jetzt Schaden, oder? Boah, ey. Was macht er denn jetzt? Oh nein. Ja gut, okay. War jetzt nicht sonderlich schwer. Irgendwie. Damit hat er jetzt nicht gerechnet. Oh, scheiße. Mann! Ja gut, der Boss-Battle ist auf jeden Fall ein bisschen... Ach man, immer dieses... Was ist das, ey? Nee, sieht man nichts. Nichts sieht man. Jetzt schon, jetzt nicht. Ist doch dumm. Uäh.
Oh, was macht er denn jetzt? Wo ist er denn hin? Ja, das kannst du ruhig die ganze Zeit machen. Da weiß ich wenigstens, was du machst. Mach das jetzt echt nochmal? Okay, das wäre jetzt dumm von mir. Okay. Shit. So, der letzte Streckenpunkt heißt wahrscheinlich, der normale Abaddon-Fight und nicht gegen, gegen den Drachen, oder? Lol, was? Echt jetzt? Sogar gegen den Drachen? Wow. Oh Mann. Ja gut, okay. Ist ja der letzte Part, der muss ein bisschen länger sein, ne? Komm ey, du bist doch ein Spacko. Ich glaube, wenn er anfängt zu fliegen, dann ist es an der Zeit, dass man den, dass man abwartet quasi, weil ich habe ja auch abgewartet das eine Mal und da... hat es dann auch geklappt, dass dann dieses Quicktime-Event kam. Ah, jetzt fliegt er, okay. Das heißt, wenn er gleich auf mich zukommt, dann müsste das Quicktime-Event kommen, glaube ich. Kommt aber nicht. Vielleicht sollte ich ihn dann noch einmal hitten, ich weiß es nicht. Mann, das ist doch scheiße. Die Steuerung mit dem Pferd ist auch richtig kacke. Komm, jetzt ist aber hier. Immer noch nicht, ey. Jetzt fliegt er nochmal, ey. So, das können wir eigentlich auch überspringen. Ah ne, wir müssen auch noch ein Quicktime-Event machen. Stimmt, der mit Kreis war das ja. So, jetzt habe ich aber seine Tricks drauf, glaube ich. Die Armageddon-Klinge, das wird interessant. Dein armseliges Gesetz bedeutet gar nichts. Nein, spring doch. Oh Mann, ey. Ah ne, jetzt macht er wieder das mit den Steinen. Oh Mann, ey.
Ich glaube aber, wenn es trifft, macht das viel Schaden. Aber irgendwie sieht das aus, als wenn die mal vor mir kaputt gehen würden. Oh, Kacke. Ach, Mann, ey. Jetzt kommen wieder 1, 2 oder 3 hier. Ja, jetzt macht er wieder sein... Genau. Ja, so heißt der Angriff. Ach ja, jetzt kommt das. Jetzt wieder? Okay, ich glaube, das war jetzt das Letzte. Ja, sieht so aus. Du hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Uriel. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter. Wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan. Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deiner eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure, was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen Heiligenschein ziehen. Steh nur wieder auf. Ich werde dich nochmal töten. Ich habe nur Befehle befolgt. Wie du. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält.
Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein. Nicht alleine. Erstmal strecken. So. Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum jetzt alle hinter ihm her sind. Okay, gut, er hat den Rat verraten. Den Rat verraten, okay. Hat jetzt alle Siegel quasi gebrochen. Dadurch sind jetzt die anderen drei Reiter erschienen. Delina war natürlich tot, die man im zweiten Teil spielt. Und ich glaube, der Rote war jetzt, oh, wie hieß die? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Wut. Ja, Wut war das. Und da gibt es ja noch Streit. Das war dann wahrscheinlich der Grüne. Und Streit ist ja der Typ, der mit der Pistole. Und ich hoffe mal, dass es noch ein Darkseid ist, dann irgendwann kommen sollte, weil dann hätten alle vier Reiter ein Spiel bekommen. Ja. Ich habe nicht verstanden, warum jetzt der Himmel hinter ihnen her ist. Ich meine, er hat ja eigentlich alles Gute getan. Er hat sie verschont, er hat Abaddon getötet und... ja, eigentlich alle gerettet. Deswegen habe ich das nie irgendwie kapiert. Und, ja, ich werde das hier gleich überspringen. Weil es ist 44 Minuten gleich, krass. Was soll ich noch sagen? Darkseid hatte mir damals mal meine Schwester empfohlen, weil sie gesagt hat, weil ich ja God of War gespielt habe, es ist so ähnlich wie God of War. Und es ist Open World. Es ist... ja gut, trifft beides so ein bisschen zu. Oh, was? Okay. Moonblood Gott. What? Okay. Ich finde es lustig, dass so... ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt so Spiele angucke, die ab 18 sind... gut, okay, hier kamen schon brutale Sachen vor, sag ich jetzt mal. Aber heutzutage ist ja irgendwie jedes Spiel ab 18, was so rauskommt irgendwie. Das war damals ja nicht so der Fall. Und ja, irgendwie finde ich das komisch, dass so ein Comic-Look quasi dann auch noch, weiß nicht, sowas sieht man nicht als 18 an. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Cover von Borderlands anguckt und die 18 jetzt mal da wegnimmt, da würde man denken, das ist, keine Ahnung, ein Spiel ab 12 oder so. Weil das einfach nur bekloppt aussieht. Und dann ist sowas ab 18. Ich weiß nicht, das ging mir vorhin durch den Kopf wegen den ganzen Animationen. Das sah jetzt schon so aus wie von Jack und Dexter. Da gab es auch diese alten Animationen mit den Augen und so. Und das Spiel ist ja, glaube ich, von 2005 oder 6. Ich glaube, 2006 kam das hier raus. Das war noch eines der ersten Spiele, glaube ich, mit... ich guck mal kurz. Nee, doch nicht. Das ist doch nicht eines der ersten Spiele mit für die PS3. Weil die ersten Spiele, die hatten halt das rote PS3-Zeichen und die neueren, also ich glaube ein Jahr später oder so, die hatten dann schon die schwarzen Symbole. Sowas wie Bioshock ist zum Beispiel eines der ersten PS3-Spiele gewesen, krass. Ja, gut. Ich finde von der Länge ist es auch eigentlich sehr gut und es ist auch mal eines der Spiele von damals noch, die kosteten nicht 70, 80 Euro. Ich glaube 50 haben die damals noch gekostet. Ist jetzt auch nicht unbedingt wenig Geld, aber es ist schon relativ... ja, es ist im Vergleich zu den ganzen Spielen, die heutzutage rauskommen, hat es natürlich auch nicht sowas wie Lootboxen und so ein Scheiß und irgendwie so eine krasse, so ich mache jeden Tag diese Befehle und so. Aber ich weiß nicht, solche Spiele sollte es öfter geben, die so ein bisschen
geradlinig, irgendwo auch offen, also so beides sind. Und halt, ja, lang gehen. Das tut es hier auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich jetzt auch das auf 100% gemacht hätte mit, na okay, mit Platin ist ein bisschen doof, wegen der einen Trophäe mit dem Pferd, wo man 300 Kilometer oder so reiten muss. Das ist richtig, das ist wirklich die größte Dreckstrophäe überhaupt. Da würde es dann schon, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt gebraucht haben. Ich glaube, ich sag jetzt mal 23 mal 25 könnte man rechnen. So ungefähr, das sind dann die Minuten, die ich gebraucht habe. Und das dann in Stunden umrechnen. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen, deswegen werde ich jetzt auch keine Zahlen nennen. Aber ich glaube, wir haben so 11 Stunden gebraucht. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das reicht auf jeden Fall für so ein Spiel. Dark Souls 2 wird natürlich ein bisschen länger gehen. Weil das ist wirklich mehr Open World und das ist auch mehr Loot und so, aber da gab es trotzdem noch keine Loot-Kisten. Das wird es auch hoffentlich in Dark Souls 3 nicht geben, weil das ist kein Konzern, der so mit der Masse mitgeht. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Apokalyptisch war doch ein bisschen, also jetzt nicht leicht, aber auch nicht schwer. Es war irgendwie für mich wie normal. Weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, 4-mal insgesamt gestorben. Und das auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad ist doch ein bisschen sehr wenig. Und ich habe, wie gesagt, nicht mal die ganze Magie benutzt. Wenn ich alles benutzt hätte, was ich gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht 2-mal gestorben. Leute, er ist Police mit Doppel-L. Okay. Manche Namen sind echt lustig. Clemens Kreuzer. Okay, das kann ich nicht aussprechen. Ist... Heißt der eine Silvester nur andere? Okay, ich find's lustig. Gut, ich mache jetzt mal weiter. Mal gucken, ob noch was kommt. Nee, kommt nichts. Okay, hätte sein können. So, das nächste Spiel wird dann Metro 2033 werden. Danach kommt dann Dark Souls 2, dann Metro Last Light. Dann weiß ich noch nicht. Ich glaube, dann kam... Ich weiß es gerade gar nicht. Also wenn dann schon natürlich Metro Exodus kommen würde, wäre das natürlich schon cool. Weil das kommt ja im August irgendwann. Und dann kommt dann Dark Souls 3. Das kommt ein bisschen später. Das passt eigentlich alles so. Ja, also nur Metro und Dark Souls dieses Jahr. Aber es sind ja auch lange Spiele. So, und Metro wird dann komplett blind. Ja, ich werde mir eine Augenbinde anziehen. Dann werde ich das so spielen. Ich werde navigiert und dann geht's los. Und mal schauen, wie es so wird. Weil die Story soll ja sehr gut sein. Und die Bücher sollen ja noch besser sein. Und ach, keine Ahnung. Also ich habe das Buch hier, aber ich habe es nicht weitergelesen, weil ich weiß nicht, ich bin zu voll zum Lesen. Ja, Darksiders. Vielleicht gibt es ja doch noch was, wenn ich auf Start drücke. Irgendwas? Na gut, man kann fortfahren vor dem Kampf mit Abaddon, das ist klar. Ich weiß nicht, das Design auch von Krieg, das sieht aus wie so ein WoW-Charakter, teilweise, keine Ahnung, so richtig komisch. Aber irgendwie passt das zu ihm. Ja gut, okay. Das war's jetzt mit Darksiders, das war es auf Apokalyptisch, 23 Parts bin ich der Meinung, wenn ich richtig gezählt habe, so aus dem Kopf jetzt. Sind 59 Minuten Part, okay, ist klar, und dann werde ich mal hier beenden, bevor es wirklich noch mehr wird. Gut, dann bis übermorgen zu Metro. Da kommt dann schon Metro, ey. Ich freue mich drauf. Mal gucken, wie es wird. Haut rein. Oder auch nicht. Und tschüss.